60. Jahrestag der Zerstörung Dresdens wird die wiederaufgebaute und beinahe vollendete Frauenkirche das Nagelkreuz von Coventry in Empfang nehmen. But even in our painful memories, we rejoice in all that has been achieved in reconstruction and reconciliation over the last 50 years. Vernichtung in dieser unserer Welt. Wir müssen uns weiterhin für Frieden einsetzen. Coventry was itself bombed in 1940 at the beginning of the war, and our cathedral was destroyed. So we understand and identify with you today. Und feiern anschließend Abendmahl. Das folgende Gebet ist Teil dieses Gottesdienstes. Lasst uns beten. Almighty Father, Amen.